Die SGS belegt immer noch den undankbaren 4. Platz in der Tabelle. Nachdem die Groß-Aspacher im letzten Spiel einen Dreier einfahren konnten, gilt es heute nachzulegen. Um im Rennen um einen der begehrten Aufstiegsplätze noch ein Wörtchen mitreden zu können, sind 3 Punkte heute Pflicht. Seit der Winterpause hat Rüdiger Rehms Team zu Hause keinen Sieg mehr einfahren können. Mit dem heutigen Spiel sind es noch 6 Partien. Duelle, in denen Aspach aus einer bärenstarken Saison eine sensationelle machen kann. Die erste Chance dazu gibt es heute im Heimspiel gegen den Tabellen-15., den FC Hansa Rostock. Die Hausherren legen gleich mal los wie die Feuerwehr. Die Nummer 14, Rennecke, bekommt den Pass, lässt clever einen Verteidiger aussteigen, zieht in die Mitte und schießt, aber Rostocks Keeper ist auf dem Pfosten. Gute erste Annäherung in Richtung Gästetor. Die Rostocker in Person von Ronny Gabuszewski mit dem Freistoß. Gabuszewski bringt den Ball scharf vors Tor, aber Freund und Feind verpassen. Das Ding war wirklich knapp. Kevin Broll im Kasten der SGS ist da unzufrieden mit seinen Vorderleuten. Gleiche Ausgangssituation, nur die Aspacher jetzt mal mit dem Freistoß. Rizzi steht bereit, bringt den Ball hoch hinein, Kopfball, Querlatte und nochmal Kopfball und Rostocks Verteidiger kann gerade noch vor der Linie retten. Der Schiri hat aber auch schon gepfiffen. Was für eine Riesenchance. Das hätte hier die Führung sein müssen. Da hat das Quäntchen Glück gefehlt. Wieder die Aspacher Richtung Gästegehäuse unterwegs. Über rechts kommt Tobias Rühle mit dem Ball. Mit viel Überblick sieht er ganz hinten Dittgen. Dittgen direkt, aber abgefangen. Gutes Zusammenspiel von Rühle und Maximilian Dittgen. Es geht hier Schlag auf Schlag mit den Chancen. Eckball für Groß Aspach. Der wird kurz ausgeführt. Flanke in den 16er, da ist Sebastian Schick mit dem Kopfball und Marcel Schuhen im Rostocker Kasten. Der Keeper klärt den Kopfball vor den lauernden SG-Stürmern. Kurz vor dem Pausenpfiff die Gäste mit einer Standardsituation. Das Leder wird hoch in den Strafraum getreten. Da steigt Markus Hoffmann am höchsten und Tor. Unhaltbarer Kopfball von der Nummer 3. Kein SG-Spieler schafft es, Hoffmann zu verteidigen. Jetzt müssen die Aspacher dem Rückstand hinterherlaufen, obwohl sie das deutlich bessere Team waren. Zeit genug haben Rüdiger Rehms Mannen aber noch. Bevor die Teams in die Pause gehen können, gibt es noch einmal Freistoß für Hansa Rostock. Wieder Gabuszewski in den 16er und wieder Hoffmann mit dem Kopfball. Meine Güte, da ist er wieder völlig frei. Zum Glück ist Broll zur Stelle und kann den Ball entschärfen. Kurz nach Wiederanpfiff sind die Rostocker weiter im Vorwärtsmarsch. Hoher Ball auf Aalschwede. Kein Abseits, Aalschwede vor Broll und Rettungstat vom SG-Verteidiger, gerade noch so Schlimmeres verhindert. Jetzt erstmal wieder sortieren, heißt es da in der Mannschaft. Groß Aspach scheint sich sortiert zu haben. Über rechts geht es jetzt, Röttger auf den Flügel. Röttger bekommt den Ball wieder, setzt sich durch, Pfosten und Rühle, aber Rostocks Abwehr kann hier klären. Ecke für die Aspacher. Hoher Ball rein ins Getümmel. Kopfball, Eigentor. Alles jubelt, aber das war dann doch kein Tor. Was für eine Riesenchance. Beinahe hier also der Ausgleich. Durch die Aspacher Offensivbemühungen ergeben sich jetzt immer mehr Freiräume für die Rostocker. Flankenball auf Stefan Andrist. Andrist direkt volles Risiko über das Gehäuse. Da hätte Broll im Kasten nichts mehr ausrichten können. Die Groß-Aspacher möchten jetzt unbedingt den Ausgleichstreffer. Pass im Mittelfeld auf Röttger. Und Röttger fackelt nicht lange über die Latte. Klasse Distanzschuss. Guter Versuch von Timo Röttger. Die 90 Minuten sind fast rum. Letzte Chance für die SGS. Missglückte Abwehraktion der Stürmer allein vom Torwart. Der Ball kommt aufs Tor, aber da ist wieder ein Hansa-Verteidiger. Es bleibt hier also dabei. Kein Tor für Groß-Aspach. Am Ende hatte die SG Sonnenhof ein deutliches Chancenplus, aber eben keine Punkte. Der 33. Spieltag wird zeigen, ob die Aspacher weiterhin auf Platz 4 bleiben. Von hinten klopfen nämlich schon die Würzburger an und können mit einem Dreier die Aspacher verdrängen. Am nächsten Spieltag geht es dann für die SGS nach Cottbus. Heute, ja, es gab mal eine oder andere Kontersituation, die nicht schön ausgespielt wurde. Aber ich glaube, die Chancen waren eindeutig auf unserer Seite.
Hansa ist gut ins Spiel gekommen, war aggressiv dabei, hat die Zweikämpfe gut geführt, ja, hat defensiv ordentlich gestanden. Wir haben ein paar Minuten gebraucht, bis wir uns freigespielt haben. Dann hatten wir unsere Chancen aus Standardsituationen in der ersten Halbzeit und haben dann auch so langsam ins Spiel gefunden, haben die Zepter übernommen, haben dann Hansa versucht, auch in die eigene Hälfte immer wieder zu drücken. Gib mir einen Tipp, dann mache ich's. Nein, was willst du machen? Du schießt, ich weiß nicht, wie viele Pfostenschüsse wir in dieser Rückrunde zu Hause haben. Ja? Ich weiß nicht, wie oft auf der Linie gerettet worden ist. Das war gegen Kickers so, das ist heute so. Was sollen wir machen? Ja? Das Tor ist wie vernagelt hier. Wir haben letzte Woche in Aalen Pfosten getroffen, haben einen auf der Linie abgeschossen. Natürlich gibt es einen Vorwurf in die Richtung, dass wir sagen, wir treffen das Tor nicht. Aber die Jungs machen doch alles bis dahin richtig. Und dann kann ich doch nicht sagen, das ist einfach schlecht und ich gehe nur auf das Schlechte. Ja? Sie versuchen alles, sie spielen eine klasse Saison. Wir haben im Moment einfach die Seuche am Schuh, was unsere Heimspiele angeht, um den Ball in dieses rechteckige Ding zu hauen.